Regentag in Norwegen, was gibt's da Schöneres als Basteln? Hallo, ja, mieses Wetter heute in Norwegen und da habe ich mir gedacht, ich repariere mal diesen Rollengriff, diesen Rollenknauf oder diesen Powerknopf, wie man auch sagt. Ihr habt den vielleicht in einem anderen Video schon gesehen, wie man den montiert, gegen den originalen austauscht, weil der originale Griff, dieser Knebelgriff, halte ich jetzt fürs Spinnfischen nicht so für so geeignet. Nur ist es so, durch den Verschleiß und auch durch das Salzwasser ist das Lager hier ausgeschlagen. Also es ist ziemlich viel Spiel in der ganzen Angelegenheit. Und zudem, hier in Norwegen ist das Metall, das Aluminium, eher ziemlich unangenehm. Ich möchte also diesen Metallknauf gegen diesen EVA-Gummiknauf austauschen, weil sich einfach in der Kälte dann doch etwas angenehmer anfühlt. Nochmal zum Review. Ich finde diese Rollenknöpfe sehr, sehr gut. Die Lager, die darin verbaut sind, die sind allerdings sehr günstig. Das heißt, entweder so machen wie ich, regelmäßig fetten oder ölen. Idealerweise hier, damit wirklich nichts reinkommt. Innen natürlich auch. Die Stange ist gefettet worden beim Einsetzen schon. Das habe ich ja alles beschrieben in dem anderen Video, das ich euch hier oben verlinke. Aber es ist nun mal eben so gekommen, dass das Lager dann doch kaputt gegangen ist. Und das liegt einfach auch daran, dass diese Lager sehr billig sind. Das sind halt Standard-China-Lager, die kosten ein paar Cent. Die könnte man durch Keramiklager zum Beispiel ersetzen, die ja eben ein bisschen mehr kosten. Allerdings geht es hier darum, den ganzen Griff halt zu demontieren und halt einen neuen dran zu setzen. Die Problematik ist, dass das Ganze so verbacken ist hier, dass ich diese Kapsel nicht mehr aufkriege. Ich habe ihn schon mit dem Brenner warm gemacht. Es ist einfach nichts mehr zu machen. Und ich sehe es zumindest kommen. Die Achse ist hier etwas dünner als bei dieser Kurbel. Das heißt, ich muss das hier aufbohren. Es muss also wieder gebohrt werden. Ja, ja. Mit diesem Gerät hier. Und dann werde ich den neuen Griff einsetzen. Der scheint auch ein bisschen kürzer zu sein. Zuerst demontiere ich natürlich die Kurbel und dann spanne ich den Kurbelknauf ein, möglichst sicher. Mal gucken, ob ich das hier mit dem hinkriege. Zuerst mal eine leichte Senkung gemacht, damit ich hier einen Bohrer sauber ansetzen kann. Jetzt rücke ich doch mit einem etwas stärkeren Dremel an, weil die Schraube ist Edelstahl und die lässt sich eben nicht so leicht mit 180 Watt bohren. Scheint immer noch nicht ganz rauszukommen. Ich muss mal ein bisschen meißeln. So, jetzt versuchen wir es mit der rabiaten Methode. Da ist das gute Stück. Ja, die chinesische Edelstahlschraube hat jedenfalls gehalten. Der schlimmste Teil der Arbeit schon geschafft. Ganz wichtig, die Innenbestandteile, hier sind zwei Lager drin. Die müssen ganz gründlich gefettet werden. Oder eben die Lager direkt austauschen. Jetzt schauen wir mal, ob das hier so passt. Ah, nee. Bei genauer Betrachtung der beiden Achsen zeigt sich, dass eben doch ein gewisser Unterschied ist. Ich schätze 4 mm zu 5 mm. Das heißt, ich muss doch diese frühere Passung, wo die frühere Kurbel drin gesessen hat, die muss ich eben auffüllen mit Metall. Es gibt ja so Metallkleber, damit ich hier kein Spiel drin habe. Dazu muss ich dann eben doch diesen Griff zerlegen. Muss man hier am besten mit einer Münze oder sowas das Ganze aufschrauben. Und dann einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen, um diese Schraube hier zu lösen. So, da haben wir schon das Lager. Das hier sind halt wie gesagt die Kugellager, die man austauschen könnte. Oder eben ganz massiv fetten. Metall Repair Paste AB, unschwer zu erkennen, 1:1 die Mischung. Und das wird in Minuten, ja, metallhart eben.
Da geht es schon fast los mit der Abbindung. So, von unten am besten. Lager machen wir ab. Das betonieren wir praktisch mit diesem Metall oder metallen es quasi ein. Die Verbindung ist dann natürlich nicht mehr lösbar, allerdings ist die Rolle jetzt auch schon in der Zeit, wo ich sie dann durchaus mal auch ersetzen würde. Auf Lebenszeit anknallen. Na, fest kommt lose, das sollte man auch bedenken, aber mit so einem kleinen Schraubenzieher kann man da nicht viel verkehrt machen. Die scharfen Kanten, die ich hier reingearbeitet habe, die poliere ich jetzt ein bisschen weg, damit eben später im Ernstfall nicht aus Versehen die Schnur noch beschädigt wird oder sowas. So, jetzt kommt das Fett an die Reihe. Das hier ist Rollenfett. Ich verwende lieber zum Versiegeln der Stellen erstmal Rollenfett. Ganz einfach, weil es eben besser versiegelt als Öl. Öl muss man ständig nachfüllen. Hauptsache, es schmiert und es dichtet gegen Salzwasser. Das ist das A und O an der Geschichte. Kleine Unterlegscheibe darüber, da darf man die Teile nicht vergessen. So, darüber das Kugellager. Eine sehr enge Passung. So, jetzt den Griff da hinübergeben. Da funkelt noch ein anderes Lager. Und auf dieses andere Lager, was da auch noch drin ist, dieses zweite Lager, würde ich auch noch ein bisschen Fett drauf machen. Zum Abschluss nur noch mit dieser winzigen Schraube das Ganze verbinden. Richtig fest, endfest, aber wie gesagt nicht ab. Noch die Funktionsprüfung. Dreht sich prima. Noch die Schmuckkappe drauf und die dichtet auch ein bisschen natürlich, dass eben kein Wasser von oben in die Lager gerät. Ja, fertig. Bei der Gelegenheit würde ich empfehlen, da die Rolle jetzt eh schon offen ist, hier auf dieses Lager einfach noch gleich mit ein bisschen Fett zu geben. Zu viel Fett bei Rollen, zumindest im Getriebe, schadet eigentlich nie. Ja, sieht doch schick aus, oder? Wann und ob man den Griff voll belasten kann, zeigt sich hier bei unserem angemischten Metallspachtel. Und wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten. Es ist schon kaum noch aus dem Topf zu bringen. Also im Prinzip kann man eine Stunde später damit ans Wasser gehen. Vielleicht auch eine Idee, als Reparaturkit mit dabei zu haben. Ich habe zumindest immer Sekundenkleber für die Notfälle dabei beim Angeln. Und wer vielleicht eine längere Angeltour, ein Angelcamp macht, der sollte vielleicht auch so einen 2-Komponenten Metallkleber dabei haben. Man weiß ja nie, ob irgendwas abbricht und vielleicht nicht doch eben wieder ersetzt werden kann. Ja, war doch ein bisschen mehr Arbeit als gedacht, aber am Ende hat es ja doch noch geklappt. Und damit werde ich jetzt die nächsten Tage mal ins Wasser gehen und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wer ein bisschen feinmechanisches Verständnis hat und hier so ein Dremel, der sollte das eigentlich auch hinbekommen. Probiert's aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!